mir so ein paar Datenschutzrichtlinien anlässlich Grundlagen gemacht. Und ich hatte erst gedacht, ich halte es an meinem Couch für eine Stunde über Datenschutzrichtlinien, wie sie funktionieren und so. Und dann habe ich gedacht, so ein bisschen geguckt und gemerkt, oh, das ist ja scheiße kompliziert. Und dann habe ich mir das Ganze etwas näher angeguckt und dann hatte ich halt mir gedacht, okay, eigentlich müsste man sich ja mal die EU-Datenschutzrichtlinie ansehen und da habe ich gedacht, halt einen Vortrag darüber, das ist auch scheiße kompliziert. Und deswegen habe ich jetzt mal das andere rausgekramt, was ich interessant fand, und das war dieses Safe Harbor Framework, weil das ist in so quasi allen Datenschutzrichtlinien, die ich gelesen habe, vorgekommen, aber ich wusste nicht so recht, was es ist, und deswegen habe ich gedacht, war ich bei einer Couch eine Stunde drum, vielleicht interessiert es ja noch mehr. Genau, und ja, Inhaltsverzeichnis. Also, ich bin kein Jurist, das heißt, das, was ich euch erzähle, ist vielleicht nicht, sogar sehr wahrscheinlich nicht so ganz korrekt. Es ist auch nicht vollständig, vermutlich, und es ist vielleicht auch nicht ganz aktuell, vor allem die Sachen über die Datenschutzrichtlinie ist sehr verwirrend. Dort gibt es Entscheidungen zur Änderung der Entscheidungen, zur Änderung von irgendwas, sehr merkwürdiges Zeug. Ich habe es versucht, so gut wie möglich zu machen, aber großer Disclaimer, es ist vermutlich alles nicht so ganz hieb und stichfest. Ja gut, bitte teilt und fehlt mich nicht, falls es tatsächlich so ist. So, dann ein bisschen Chronik. Für, also 95 ist die Richtlinie mit dem wunderbaren Namen Richtlinie 95/46 EG des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum Datenverkehr in Kraft getreten. Wir kennen es auch eher unter dem Namen EU-Datenschutzrichtlinie. So. Am 21. Juli 2000 gab das Handelsministerium von den USA die Safe Harbor Principles raus. Und am 26. Juli 2000 gab es die Entscheidung 2520 EG, die auch einen sehr wunderschönen langen Namen hatte, die eigentlich einfach nur gesagt hat, okay, die Safe Harbor Privacy Principles sind irgendwie äquivalent zu unserer Datenschutzrichtlinie. So, jetzt kann man sich überlegen, warum war das denn überhaupt nötig? Und das Problem ist, dass wenn Daten aus die Personen betreffen, dürfen halt nicht in ein Drittland, also ein Land außerhalb der Europäischen Union, übermittelt werden, wenn dieses Land eben kein angemessenes Schutzniveau für diese Daten garantiert. Wie gesagt, ihr macht das nicht, ihr kriegt keine Daten, das ist natürlich ein Problem, aber Gott sei Dank kann man hier über alles reden. Deswegen, wenn sich diese Länder halt bereit erklären oder schon per se ein äquivalenten Schutz garantieren oder sich bereit erklären, besondere Verpflichtungen aufzunehmen, kriegen sie dann die Daten trotzdem. Und genau das ist dieses Safe Harbor Ding. Und das sind 7 Prinzipien und es sind 15 Frequently Asked Questions. Und in den 15 Frequently Asked Questions bin ich ehrlich gesagt nicht ganz durchgestiegen, weil manche sehr spezifisch war. Aber ich glaube, die 7 Prinzipien geben ganz gut wieder, was das Ganze erreichen will. Und die will ich jetzt halt mal schnell durchgehen. Das erste ist der Notice, dass die betroffene Person, also die Person, von der die Daten erhoben werden, muss aufgeklärt werden, warum ihre persönlichen Daten gesammelt werden, also was der Zweck von dem Ganzen ist. Sie muss darüber aufgeklärt werden, wohin sie Anfragen oder Beschwerden schicken kann, das ist auch für ein späteres Prinzip wichtig. Und sie muss darüber aufgeklärt werden, welche Dritte unter Umständen die Daten kriegen. So, außerdem muss sie über Möglichkeiten aufgeklärt werden, wie sie diese Weitergabe oder die Nutzung, die anderwertige Nutzung von Daten einschränken kann. So, diese Informationen müssen der Person zu einem bestimmten Zeitpunkt mitgeteilt werden, nämlich entweder wenn sie das erste Mal persönliche Daten angibt, falls das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, muss es zum schnellstmöglichen Zeitpunkt danach passieren, falls das muss dann etwas genauer spezifiziert werden. Es muss auf jeden Fall die Person darüber aufgeklärt werden, bevor die Daten das erste Mal anders benutzt werden, als für den Zweck, für den sie gesammelt oder verarbeitet wurden, von der Organisation, die die Daten in die US transferiert. Oder bevor die Daten das erste Mal an Dritte weitergegeben. Außerdem müssen diese Informationen alle in klarer und deutlicher Sprache formuliert sein.
Und das nächste Prinzip ist eben Choice. Die Person muss die Möglichkeit haben zu einem Opt-out, wenn es sich um persönliche Daten handelt. Das heißt, sie muss die Möglichkeit haben, sich nicht einverstanden zu erklären, dass ihre Daten weitergereicht werden oder zur Nutzung der Daten. Die andere Möglichkeit, die sie haben muss, ist ein Opt-in, wenn es sich um sensible Daten handelt. Das heißt, der Benutzer muss, also die Person muss explizit gefragt werden, ob die Daten verarbeitet werden dürfen oder an Dritte weitergegeben dürfen. Bei sensiblen Daten handelt es sich eben zum Beispiel um medizinische Informationen oder um Informationen, die die Ethnie betreffen. So, genau. Und dann gibt es das Prinzip vom Onward Transfer. Die legt Regeln fest, die an diese Schritte, die die Daten erhalten, halten müssen. Also beziehungsweise die sie erfüllen müssen, um überhaupt Daten zu erhalten. Das ist einmal Notice und Choice muss befolgt werden. Das heißt, die Leute müssen wissen, dass die Daten an diese Dritte weitergegeben wird. Und die Dritte, die Daten kriegen, müssen entweder den Richtlinien, die sie dort festgelegt werden, oder denen der EU unterliegen, oder etwas äquivalentes zu denen der EU. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann muss ein schriftlicher Vertrag von der Organisation mit denen abgeschlossen werden, in der der Dritte mindestens den gleichen Schutz für die Daten garantiert hat. So, Security, da stand ein wunderbarer Satz, nämlich es müssen reasonable Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um die persönlichen Daten zu schützen, schützen vor unerlaubtem Zugriff, löschen, solche Geschichten halt. So, Data Integrity, die gesammelten persönlichen Daten müssen eben für die Nutzung, für die sie gesammelt wurden, relevant sein. Sie dürfen nicht so genutzt werden, dass es der ursprünglichen Nutzung widerspricht. Und es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Qualität der Daten und genau diese genannten Punkte abzusichern. Und die Betroffene, dann das nächste Prinzip ist Access. Die betroffene Person muss Zugang zu der über sie gesammelten Daten haben, die Möglichkeit haben, diese Daten zu verbessern, zu ergänzen oder zu löschen, wenn sie falsch sind, außer wenn das in einem unverhältnismäßigen Aufwand für die Organisation steht. Und dann das letzte ist Enforcement. Es müssen halt Mechanismen geben, die garantieren, dass diese Richtlinien eingehalten werden, die Hilfestellung leisten für Personen, falls diese Richtlinien doch nicht eingehalten werden, oder Konsequenzen für die Organisation erzwingen, die halt sich nicht dran gehalten haben. Und ja, genau, dann bin ich auch schon wieder fertig. Dort ist das Frequently Asked Question, das sind 15 Stück, die sind mehr oder weniger leicht zu verstehen, manche davon sind ganz interessant, andere sind, wie gesagt, sehr spezifisch für die Anwendung in der Medizin und so. Und da ist auch das Dokument her, aus dem ich die ganzen anderen Sachen hatte. Und dann noch Europa, das ist die offizielle Website der Europäischen Union. Und das erste ist die Hauptseite. Und das zweite und dritte sind halt Verweise auf die Dokumente, die ich benutzt habe. Und damit bin ich für deine sehr kurzen Couch in der Stunde fertig. Aber ja, die Länge steht nicht wirklich in Proportion zu dem Aufwand. Jetzt war das mal zur Bereitung. Aber wir brauchen mehr chaotische Viertelstunden in Viertelstunden. Ja, Fragen? Ja? Bei der Security, reasonable Security Measures. Ja. Wer definiert hier das reasonable? Gibt es da irgendwelche? Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass das irgendwo definiert ist, was dieses Wort genau heißt. Aber ich bin kein Jurist, also kann ich es dir nicht sagen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du dich durch irgendein Wörterbuch greifst, du tatsächlich was findest. Ja, im Normalfall haben so Gesetze ja auch noch Erklärungs-, also es gibt ja nicht nur Gesetze und irgendwie Richtlinien, sondern es gibt dann auch noch Erläuterungstexte zu Zeug, was da drin steht. Das ist dann teilweise auch erst von Richtern irgendwie, also eben, wie sagt man, Präzedenz. Dings erarbeitet wird. Also meistens hast du ja irgendwie, du hast so ein Gesetzbuch und hast du noch so viel irgendwie Zeug dazu, wie Erläuterung zu dem Gesetzbuch. Gesetzeskommentare. Genau, Kommentare. Das wäre mir die Kabbala.